Wie wäre es mit einer Wärmebildkamera, mit der man nicht nur die Temperaturunterschiede von mittleren und großen Objekten einfangen kann, sondern auch von ganz, ganz kleinen, wie beispielsweise einer Platine oder auch Mikrochips? Genau dies und einiges mehr verspricht uns die Makro-Wärmebildkamera von X-Infrared, und zwar die T2S Plus. Was es mit dieser High-End-Wärmebildkamera auf sich hat, was das Teil zu bieten hat, wie es sich im Test schlägt und ob sich eine Investition lohnt oder nicht, das werden wir uns im heutigen Video ausführlich anschauen. Ich hoffe, ihr seid genauso gespannt wie ich, deswegen starten wir direkt nach dem Intro. Falls aber noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellen Preise von diesem Gerät findest du unten in der Videobeschreibung. Vielen, vielen Dank für deine Unterstützung und damit los geht's nach dem Intro. Eigentlich die meisten Wärmebildkameras für Smartphones, die ich für euch bereits auf meinem Kanal getestet habe. Die Videos übrigens, falls noch nicht gesehen, werde ich gleich einmal hier oben rechts auf der Infokarte verlinken, sind ausgelegt für mittlere bis große Objekte, denn die Brennweite ist limitiert und damit auch der Bereich, in der die Aufnahmen scharf dargestellt werden. Nicht so bei der neuen T2S Plus von X-Infrared. Denn dieses Gerät besitzt eine 8mm Makrolinse, mit der man extrem nah an solche Objekte rangehen kann und immer noch scharfe Aufnahmen erhält. Aber nicht nur die Makrolinse allein macht diese Wärmebildkamera interessant, sondern auch weitere leistungsstarke Eckdaten. Was das Teil wirklich drauf hat, das werden wir uns nun anschauen. Beginnen wir beim Lieferumfang, stellt man relativ schnell fest, dass es für eine so kompakte Handy-Wärmebildkamera einen doch recht großen Produktkarton gibt. Ich bin gespannt, was sich hier drin alles befindet. Aus diesem erhalten wir, wie man sehen kann, beginnend eine schön große Transporttasche mit einem Drahtgriff auf der Oberseite zum angenehmen Transportieren des gesamten Equipments. Und in dieser Transporttasche befindet sich nun weiteres kleinteiliges Zubehör. So, zum einen aus dem oberen Abteil ein Tragegurt, den wir rechts und links einhängen können. Der ganze Papierstapel bestehend aus Bedienungsanleitungen, Stickern und dergleichen. Und last but not least zwei Kabel. Direkt darunter hingegen nun das wichtigere Equipment, und zwar, wie man sehen kann, zum einen die eigentliche Wärmebildkamera noch einmal verpackt in einer Mini-Transporttasche, und außerdem mit dabei ist dieser Handgriff. Wofür dieser da ist, werde ich ebenfalls gleich noch einmal drauf zu sprechen kommen. Wie man sehen kann, der Lieferumfang ist für eine Handy-Wärmebildkamera verglichen mit anderen bereits getesteten Geräten auf jeden Fall sehr, sehr üppig. Dennoch, abgesehen von diesem Lieferumfang hier drüben, finde ich es extrem praktisch, dass es die eigentliche Wärmebildkamera noch einmal in einer kleinen gesonderten Tasche gibt. Denn natürlich nicht jeder möchte regelmäßig diese große Tasche mit sich schleppen. Da ist diese kleine dann doch deutlich praktischer. In dieser befindet sich nun endlich noch ein weiteres Mal gut verstaut die eigentliche Wärmebildkamera. Und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Das Teil ist ebenfalls extremst kompakt. Aufgrund der Bauweise und Materialwahl ist diese Kamera nicht nur extrem kompakt, sondern besteht, wie man sehen kann, auch aus Kunststoff und ist damit extrem leicht. Genauer gesagt bringt dieses Gerät gerade einmal 18 Gramm auf die Waage. Das ist wirklich extrem wenig, und wie man sehen kann, auch die Grafik veranschaulicht, dass es sich hierbei wirklich um die leichteste Handy-Wärmebildkamera handelt, die ich bis dato getestet habe. Ansonsten äußerlich eigentlich nichts Besonderes, wie man sehen kann, auf der Rückseite ein X-Infrared-Schriftzug, auf der Oberseite der Anschluss für das Smartphone. Dazu muss man sagen, von der T2S Plus gibt es zwei Varianten. Einmal die Variante mit USB Typ C für Android-Smartphones und dann das Pendant für Apple mit Lightning-Anschluss. Ansonsten sind beide Kameras aber komplett identisch. Und nicht zuletzt das Wichtigste einer Wärmebildkamera, und zwar der verbaute Sensor mit Linse. In diesem Fall, wie man sehen kann, ist die Linse noch einmal durch eine separate Gummiabdeckung geschützt, damit diese auch während des Transports keine Kratzer abbekommt. Und damit gibt es von außen nichts mehr weiter zu sehen, weswegen wir uns nun die Software anschauen. Zum Verbinden der Wärmebildkamera mit unserem Smartphone benötigen wir erst einmal die entsprechende Software. Sowohl im App als auch im Play Store gibt es dafür etliche Anwendungen. Die richtige, oder eher gesagt die passende, nennt sich X-Therm Infrared.
Nach dem Herunterladen der Anwendung können wir diese direkt öffnen. Eine Registrierung ist positiverweise nicht nötig und auch die Kamera selbst wird beim Anstecken an das Smartphone direkt erkannt. Soweit keine Probleme. Voraussetzung dafür ist natürlich ein OTG-fähiges Smartphone. In diesem Zusammenhang ebenfalls zu erwähnen ist der Stromverbrauch dieser kompakten Wärmebildkamera. Dieser liegt bei gerade einmal 0,35 Watt und auch wie man in der Grafik sehr schön sehen kann, ist die Kamera damit verglichen auch mit anderen Modellen recht sparsam. Hinsichtlich der Benutzeroberfläche der App gibt es meiner Meinung nach nichts zu bemängeln. Die App gibt es zwar nur in Englisch, Russisch und Chinesisch, ist aber, wie man sehen kann, meiner Meinung nach sehr, sehr gut strukturiert, nicht überladen und bietet zugleich tiefgründige Einstellmöglichkeiten. Die wichtigsten Einstellmöglichkeiten der App befinden sich dabei praktischerweise gleich auf dem Homescreen. So zum Beispiel bietet die Kamera eine Auswahl von insgesamt 7 Farbpaletten, je nachdem, welches Anwendungsspektrum wir verfolgen. Standardmäßig wird dabei auf dem Bildschirm die Zentrumstemperatur, die niedrigste und die höchste Temperatur angezeigt. Genauso gut können wir aber auch problemlos weitere Messpunkte oder Messbereiche hinzufügen. Dafür finden wir einen weiteren Punkt, wo wir Linien, Punkte, aber auch Rechtecke selber zeichnen können. Dies ist beispielsweise extrem praktisch, wenn ich mehrere einzelne Bereiche mit dieser einen Kamera tracken möchte. So zum Beispiel 3 Bereiche, wo ich jeweils die niedrigste und die höchste, vielleicht sogar die Zentrumstemperatur haben möchte. Hinsichtlich der Temperaturen hat dieses Gerät übrigens eine Spanne von minus 20 bis hin zu 450 Grad Celsius, was meiner Meinung nach für eine Wärmebildkamera für das Smartphone bzw. für dessen Anwendungsbereich vollkommen genügend ist. Auch dies bestätigt noch einmal die Grafik. Wie man sehen kann, die T2S Plus liegt verglichen mit anderen Geräten im guten Mittelfeld. Damit verbunden ebenfalls zu erwähnen ist die Temperaturempfindlichkeit des Sensors, die NTED. Diese beträgt bei der T2S Plus 40 mK. Dazu muss man sagen, je niedriger die NTED, desto präziser, desto feiner können die Temperaturunterschiede festgestellt werden. Und auch wie man in der Grafik sehr schön erkennen kann, liegt diese Kamera ziemlich weit vorn. Zu diesem Punkt kann ich euch sagen, war ich dann doch etwas verwirrt, denn im Datenblatt dieser Kamera war eine NTED von 60 mK angegeben. Die Ergebnisse dieser Kamera erschienen mir aber speziell im Vergleich zu den anderen Geräten, die ich da habe, doch etwas präziser. Im aktualisierten Datenblatt wiederum waren nun 40 mK angegeben, was entsprechend die präzisen Temperaturunterschiede in den Bildern und Aufnahmen dieser Kamera nur bestätigt. Auch was die Auflösung anbelangt, sieht es recht gut aus. Die T2S Plus hat hierbei eine Auflösung von 256 x 192 Pixel zu bieten, was meiner Meinung nach für so ein kompaktes Gerät vollkommen ausreichend ist. Und auch wie man in der Grafik sehen kann, spielt die Kamera damit in der gleichen Liga wie die anderen bereits getesteten Geräte. In der Praxis sind damit, wie man sehen kann, schön hochauflösende Bilder in unterschiedlichen Szenarien möglich, aber auch Videos können wir mit diesem Gerät bis zu maximal 25 Hertz aufnehmen. Das Besondere dieser Minikamera ist und bleibt aber das 8 mm verbaute Makroobjektiv, welches wir ganz einfach auf der Rückseite mit 2 Fingern fokussieren können. In der Praxis können wir damit nämlich sowohl weit entfernte, aber auch ganz nah sich vor der Linse befindende Objekte scharf fokussieren und aufnehmen. Aus der Praxis kann ich sagen, funktioniert dies wirklich überraschend tadellos. Auf der einen Seite kann ich große Objekte wie beispielsweise Häuser oder Fassaden scharf fotografieren und auf der anderen Seite durch die Makrolinse auch so extrem nah an Objekte rangehen, dass ich problemlos den Temperaturunterschied von einem kleinen Mikrocontroller feststellen kann. Genauer gesagt konnte ich hier einen Abstand von bis zu 1 cm feststellen, die ich immer noch mit der Linse scharf fokussieren kann. Nicht vergessen sollte man dabei aber, dass man bei dieser Kamera im Vergleich zu den anderen Geräten regelmäßig den Fokus durch die kleine Linse auf der Vorderseite einstellen muss. Ansonsten bekommt man nur unscharfe Bilder. Meiner Meinung nach kein wirkliches Problem für den einen oder anderen, der aber wirklich bloß ein paar schnelle Aufnahmen machen möchte, könnte dies bereits zu umständlich sein.
Und last but not least, ebenfalls extrem praktisch, das beiliegende Zubehör. Denn wie man sehen kann, aus dem Lieferumfang gibt es gleich diese Vorrichtung mit dazu, wo wir auf der einen Seite das Smartphone und auf der anderen Seite die Wärmebildkamera montieren können. Ebenfalls mit dabei ist ein Kabel, um die beiden Elemente zu verbinden. Und dies bringt natürlich den riesigen Vorteil, dass wenn ich über einen längeren Zeitraum mit dieser Kamera arbeiten möchte, habe ich so einen deutlich besseren Grip. Es ist deutlich angenehmer, quasi genauso wie bei einer üblichen Handheld-Wärmebildkamera. Im Großen und Ganzen kann ich also wirklich ausschließlich Positives über diese kleine Mini-Wärmebildkamera, die T2S Plus, sagen. Das Teil funktioniert einwandfrei, die App läuft ohne Probleme, ich erhalte hochauflösende Aufnahmen und auch Einstellmöglichkeiten gibt es hier wie Sand am Meer. Nichtsdestotrotz, die Kamera ist natürlich prädestiniert aufgrund der Makrolinse für Nahaufnahmen, beispielsweise hier an Elektronik oder dergleichen. Meine Empfehlung gibt es also für alle diejenigen, die auf der Suche nach einer kompakten Wärmebildkamera für das Smartphone sind, mit der man nicht nur hochauflösende Bilder schießen kann, sondern wo ebenfalls Makroaufnahmen möglich sind. Dahingehend ist das Teil, wie wir gesehen haben, wirklich Gold wert und nur zu empfehlen. Okay, soweit von meiner Seite. Damit würde mich nun interessieren, was hältst du von dieser Makro-Wärmebildkamera? Schreib mir gerne deine Meinung, deine Gedanken unten in die Kommentare. Ich bin gespannt auf dein Feedback. Und damit würde ich sagen, falls dir das Video gefallen hat, zeig es gerne mit einem Daumen nach oben, um meine Arbeit zu unterstützen. Falls noch nicht geschehen, dann diesen Kanal jetzt noch schnell abonnieren und die Glocke aktivieren, um künftig kein Video mehr zu verpassen. Die aktuellen Preise dieser Kamera findest du unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deinen Support und damit macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.